Die Stadtgemeinde Amstetten war im Live-Projekt für die IPS-Aufzweigung Winklern verantwortlich. Die IPS war vor Projektbeginn reguliert und eingeengt. Das Live-Projekt renaturierte den IPS-Fluss durch Aufzweigung und Dynamisierung. Der Spatenstich erfolgte nach umfangreicher Planung im März 2011. Die Abteilung Wasserbau leitete die gesamte Baudurchführung. Bagger gruben im Zuge der Erdarbeiten einen zusätzlichen neuen Flusslauf von ca. 500 Metern Länge. Dadurch erhielt die IPS eine Aufzweigung und eine Insel. Ziel der Renaturierung war es, der IPS wieder eine flusstypische Lebensraumvielfalt zu geben. Die Bauarbeiten bildeten aber nur den Anfang. Hochwässer sollen den Fluss weiter gestalten. Die Öffnung des neuen Nebenarms wurde im August 2011 mit großem Interesse verfolgt. Nach Fertigstellung sahen der Nebenarm und Insel trotz Hochwässern noch etwas künstlich aus. Ein neuerlicher Baggereinsatz und weitere Hochwässer brachten den erwünschten Erfolg. Tiefstellen und Schotterbänke begünstigen gefährdete Fischarten, wie den Huchen, der nun wieder Laichplätze findet. Die Renaturierungsstrecke besitzt nun Flachwasserbereiche, Kiesbänke, Kolke und Abbruchufer sowie unterschiedlich rasch fließende Bereiche. Jungfische verschiedener Arten, aber auch Kleinfische wie die Hellritze besiedeln die Flachwasserbereiche. Der Eisvogel findet ausreichend Nahrung und es konnten gefährdete Vogelarten wie Flussregenpfeifer, Flussuferläufer und Wasseramsel festgestellt werden. Biologische Untersuchungen zeigen, dass die Flussrenaturierung der IPS bei Winklern erfolgreich war und die erwünschten Lebensräume im Fluss wiederhergestellt werden konnten. Besonders Esche und Barbe waren in hohen Dichten mit vielen Jungfischen vorhanden. Es sollte mehr solcher Abschnitte am IPS-Fluss geben.